Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit Fallout 4. Ah, hier mal einen auf Rambo. Was haben wir hier? Master Terminal. Für den Sieg. Hohes Strahlungsniveau in der Reaktorkammer wahrscheinlich. Vor Betreten aktuelles Strahlungsniveau prüfen. Verwenden von Schutzkleidung wird unabhängig vom Strahlungsniveau dringend empfohlen. Strahlungsbelastung. Belüftungssystem offline, Dekontaminierungssystem offline. Strahlungsreinigungssystem aktivieren. Turmsteuerung deaktivieren. Dann gehen wir mal rein. Von da oben habe ich eh kein gutes Schussfeld. Wusste, dass ich sie verrate. Mhm. Dann denkt das mal. Oh Mann, das ist ein alter Reaktor. Kann das sein, so wie der aussieht? Jetzt haben wir da unten noch. Keine Kontrollstation, schade. Okay, öffnen wir das Ding mal. Huh? Missionsladung angebracht. Sprich mit Ältester Maxen. Gute Arbeit, Paladin. Ich denke, es ist an der Zeit, diesen Ort seinem Schicksal zu überlassen. Proctor Ingram, hören Sie mich. Unsere Mission ist abgeschlossen. Holen Sie uns jetzt hier raus. Wir sind hier fertig. Proctor Ingram, teleportieren Sie uns raus. Tut mir leid, Ältester. Ich würde ja gerne, aber da ist dieses Kind aufgetaucht. Er behauptet, der Sohn des Paladins zu sein, Sir. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Warum hast du mich Papa genannt? Was? Du bist mein Vater. Warum sollte ich dich sonst so nennen? Wer hat dir erzählt, dass ich dein Vater wäre? Wie meinst du das? Das hat mir niemand erzählt. Das bist du ganz einfach. Genau das hat mir noch gefehlt. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin alt genug, um für mich selbst zu sorgen. Die einzige Hilfe, die ich brauche, ist, hier rauszukommen. Können wir jetzt bitte gehen? Wow. Selbst auf dem Bruderschaftsweg hast du die Chance, quasi dein kleines Kind zu bekommen. Wir wissen ja, dass es ein Sünd ist. Du gehst nirgendwo mit mir hin. Du bist nicht mein Sohn. Aber du kannst mich doch nicht einfach zurücklassen. Ich will nicht sterben. Bitte, überleg's dir doch nochmal. Du bist nicht Sean. Du bist ein Roboter, der täuschend echt aussieht. Du lässt mich einfach so zurück? Nicht zu fassen. Ich hasse dich. Jo. Auf Bruderschaft, böse Weg für mich so ein bisschen, von daher lasse ich den da. Anderen nehmen wir natürlich mit. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir zumindest gehen. Aus, dass wir das Ding hier nochmal in die Luft jagen. Oder es gibt eine andere Alternative. Hm, vielleicht gibt es noch mehr Wege, das Ding hier auszuschalten. Mal gucken. Okay, Ingram. Dann mal los. Moment mal. Du willst den Jungen einfach sterben lassen? Er ist dein Sohn. Er ist ein Sünd, Ingram. Er ist nicht wirklich mein Sohn. Willst du mich verarschen? Das Institut hat Sünds hergestellt, die wie
Kinder aussehen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, dass sie verdient haben, was ihnen bevorsteht. Dann geht es gleich los. Bereit? Auf jeden Fall. Verschwinden wir von hier. Alles klar, Paladin. Ich schicke dich an die Stelle für die Zündung. Den Transmitter stelle ich so ein, dass er den letzten von uns zu Pridwin schickt. Dann schaue ich, dass alle raus sind. Wenn der Reaktor hochgeht, wird von dem Laden nur ein rauchender Krater voller Trümmer übrig bleiben. Dürfte ein ziemliches Spektakel werden. Scheint, als wärst du hier fertig, Paladin. Bitte, Papa, lass mich nicht hier zurück. Ich will mit dir gehen. Und tschüss. Auf dem Weg keine Sins. Also die, die wir halt kennen, aber... Ja. Dr. Ingram hat mir versichert, dass wir außerhalb des Wirkungsbereichs sein werden. Drücken Sie diesen Knopf. Und Sie werden nicht nur unseren Feind vernichten, sondern auch Ordnung und Anstand im Commonwealth wiederherstellen. Es ist an der Zeit, Paladin. Das Institut und seine Synth-Ausgeburten müssen ausgelöscht werden. Wow. Ich kann spüren, wie es mich überkommt. Die Hitze, die Wucht, die Strahlung, die Angst. Das ist das Ende der Welt. Wieder einmal. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Und die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden. Der Zeit eins auszuwischen. Uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Oh, das sieht schon übel aus da unten. Ältester. Sie haben außergewöhnliche Arbeit geleistet, Paladin. Ohne Ihren immensen Einsatz für unsere Sache wäre dieser Sieg niemals möglich gewesen. Was denn, kein Geld? Ihre Belohnung ruht in den Herzen und Gedanken all derer, die Sie gerettet haben. Das Institut wurde vom Antlitz der Erde getilgt. Es ist an der Zeit, diese Kapitel des Commonwealths zu schließen und ein neues zu beginnen. Ich glaube, wir haben schon genug Schaden angerichtet. Dieser Sieg war erst der Anfang. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir dem Commonwealth und seinen Bewohnern echte Sicherheit bringen wollen. Aber jetzt ist weder die Zeit noch der Ort, das zu besprechen. Kehren Sie zur Pridwin zurück, dann können wir entscheiden, was zu tun ist. Die atomare Option abgeschlossen. Oh, und gleich fängt es wieder mit dem Atomsturm an. Alles klar. Auf zu Pridwin. Ich denke, wir sind so fast durch. Eine neue Zeit begonnen.
Es freut mich, dass Sie zurückgekehrt sind, Paladin. Captain Kells und ich wollen Sie sprechen. Captain Kells. Wie Ältester Maxon sicher schon erklärt hat, ist die Zerstörung des Instituts nur der erste Schritt unseres Einsatzes in Commonwealth. Es gibt noch immer Supermutanten und wilde Ghule, um die wir uns kümmern müssen, sowie alle Synths, die der Explosion entkommen sind. Wir hoffen, dass du weiterhin in der Bruderschaft dienst und uns dabei hilfst, diese Bedrohungen zu eliminieren. Ich kann da gerade null aussehen. Ich rede noch mit Ihnen. Sir? Es freut mich, dass Sie zurückgekehrt sind, Paladin. Captain Kells und ich wollen Sie sprechen. Captain Kells. Wie Ältester Max. Es gibt noch... Wir hoffen... Gibt es immer noch Synths im Commonwealth? Leider ja. Das Institut hatte Erkundungspatrouillen, Aufklärungstrupps und andere autonome Einheiten in das gesamte Commonwealth entsandt. Jetzt, da ihr Hauptquartier ausgelöscht wurde, verstecken sie sich vermutlich. Oder schlimmer noch, sie planen einen gemeinsamen Gegenangriff. Angesichts ihrer Erfolge sind Captain Kells und ich der Meinung, dass ihre Dienste eine ganz besondere Anerkennung verdienen. Damit befördere ich sie hiermit mit großer Freude und höchstem Respekt in den Rang eines Wächters. Dies ist die höchste Ehre, die einem Soldaten der Bruderschaft zuteil werden kann. Aber wir beide sind der festen Überzeugung, dass sie das verdient haben. Zusätzlich möchte ich dir diese Jetpack-Modifikation für deine Power-Rüstung überreichen. Die Bruderschaft verfügt nur über wenige dieser Geräte, aber wir sind der Meinung, dass dir eines davon zusteht. Herzlichen Glückwunsch, Wächter. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu dienen. Wäre ich der einzige Wächter der Bruderschaft? In unserer Division ja. Es ist jetzt schon viele Jahre her, dass ein Wächter unter mir gedient hat. Diese Position bringt eine Menge Ehre und Respekt mit sich, weshalb ich sie nicht leichtfertig vergebe. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wie Sie zweifelsohne schon einmal gehört haben, sind Worte überflüssig. Ihre Taten werden Bände sprechen. Also, Wächter, zum ersten Mal, seit wir uns kennen, habe ich keine Befehle für Sie. Von jetzt an entscheiden Sie selbst, welche Missionen Sie antreten und wie Sie uns führen werden. Captain Kells und das Personal des Polizeireviers Cambridge haben noch immer zahlreiche Missionen für Sie. Jetzt liegt es an Ihnen, wie es weitergeht. Ad Victoriam, Wächter. Eine neue Zeit abgeschlossen. Captain Kells. Weiter so, Bruder. Ad Victoriam. Weiter so, Bruder. Und damit, glaube ich, haben wir den Weg der Bruderschaft abgeschlossen. Und dann wollen wir uns... als nächstes Mal dem Weg der Railroad widmen. Bis gleich.